Hey Leute, hier ist wieder euer Parkplatz und herzlich willkommen zu Let's History! Heute im Programm Age of Empires 3, das meiner Meinung nach beste Age of Empires. Beziehungsweise früher dachte ich Age of Empires 1 und 2 wären geil, dann habe ich 3 gespielt und seitdem habe ich 1 und 2 nie wieder gespielt. So, das was wir tun werden, ein ganz einfaches Gefecht. Nehmen wir eine neue Heimatstätte verwalten. Wir werden eine neue Heimatstadt erstellen und wir werden die Nation spielen. So, ich werde jetzt nicht jede einzelne Nation erklären, aber wir nehmen die Deutschen, die bekommen bei jeder Lieferung aus dem Heimatland zusätzlich Soldaten geliefert. Unser Kundschafter heißt Dietrich Beheim. So, Deutsche, kostenlose Ulanen mit jeder Schiffsladung. Diejenigen, die es nicht wissen, Ulanen sind berittene Soldaten. Zwei Arten von Dorfbewohnern. Beste Einheiten, Plänkler und Ulanen. So, erstellen. Hallo, erstellen. So, spielen. So, wir spielen ein 2 gegen 2. Alle anderen sind Zufallscharakter. Wir machen auch eine zufällig gewählte Karte. Würde ich jetzt einfach mal sagen, Schwierigkeit Mittel, Startzeitalter, Entdeckungen, Entdeckungen lassen wir. Und jetzt drücken wir auf Spielen. So, wir sind kämpfen mit Königin Isabella, mit den Spaniern, gegen Moritz von Nassau, der Holländer, und Ivan der Schreckliche, der Russe. Und zwar im Yukon-Territorium. Sei gegrüßt, Schätzchen. Es ist mir ein Vergnügen, dich an meiner Seite zu haben. Das Vergnügen ist auf ganz meinerseits, oder wie man das sagt, oder wie das heißt. So, wir bilden natürlich sofort... wir haben noch gar kein Essen eingesammelt. Jetzt sind die gerade dabei. Sofort Dorfbewohner aus. Hallo, danke. So, hallo. Und ihr drei Jäger. Leute knallt jetzt Rehe ab, Karibus ab. Karibu habe ich ehrlich gesagt wirklich noch nie gehört. Ja, so, wir nehmen diesen Schatz, nehmen wir mit. Den Eisbären schalten wir aus. Verstanden. Und zwar mit einem Schuss. Ja. Da ist schon unser erster Dorfbewohner. Jägerin. Du wirst auch ein Karibu erschießen. Bereit. Richtig. Verstanden. So, was haben wir hier für einen Schatz? Ein Wolf, das ist natürlich kein guter Schatzwächter. Angriff! Tülü. Ja. So, wenn ihr noch Ideen habt für ein weiteres oder ein nächstes Let's History, also ein bisschen habe ich noch in der Pipeline, so vielleicht, ich sage jetzt einfach mal 2, 3, vielleicht auch 4 Spiele, ist nicht allzu viel, ich gebe es ja zu. Bereit. Wenn ihr wisst, was gezockt werden kann, alles in die Kommentare ballern. Ich freue mich drüber. Genauso wie Anregung und Kritik. Da bin ich auch unglaublich offen, unglaublich dankbar dafür. Haut einfach alles, was euch einfällt, in die Kommentare. Ich lese mir alles durch. Ich werde überall darauf antworten. Bereit. Behaupte ich jetzt einfach mal. Holzfäller. So. Wir schauen mal. Wir brauchen unbedingt gleich die ersten Gebäude. Und zwar ganz normale Siedlerhäuser. Denn hier sehen wir die das Bevölkerungslimit. Wir haben 10 von 10 Ladies hier. Deswegen gleich das erste Haus. Zimmermann. Und wir schauen uns mal an, was die Heimat uns liefern kann. Auf jeden Fall Nahrung. Achso, Bevölkerungslimit zu niedrig. So, ja. Dann werden wir mal mit unserem Vogel hier weiter erkunden. Mit unserem Dietrich Beheim. Aufgabe. So, Aufgabe. Holzfäller. Einen machen wir noch. So, hier haben wir die ganzen... auf ihn schießt. Ja, das überlebt er wohl nicht. Das war eine blöde Idee, Meister. Wo machen wir das? Genau das habe ich gesagt. Ah, hier sind die Russen.
die Russen. Aufgabe? Wo bin ich da? Verstanden. Ja, richtig. Verstanden. Das heißt, wir verteidigen in diese Richtung. Denn hier in etwa wird dann auch der andere Typ sein. Der Moritz von Nassau. Hier haben wir, wie heißen die noch? Hier Händlerposten oder so. Da gibt es auf jeden Fall immer coole Sachen zu erbeuten. Kann man da einstellen, wenn dieser komische Karren hier vorbeifährt, was man denn haben möchte, wenn er vorbeifährt. Gold, Nahrung, Holz oder auch möglich sind Erfahrungspunkte. Erfahrungspunkte waren Hallo? Mir früher immer ziemlich wichtig. Jetzt ehrlich gesagt ziemlich scheißegal. Holzfäller. Ja, es gibt nämlich jetzt hier nur diese Runde. Nur Let's History. Und genau dafür habe ich mir diese Welt noch einmal erstellt. Ja. Oder beziehungsweise, was heißt diese Welt? Diese Heimatstadt. Wo ist der Schatz hin? Den hat sich schon jemand gegeiert. Das geht gar nicht. Ja, das richtig. Geht ja mal Verstanden. Gar nicht. Okay, aber da der andere Typ da hinten irgendwo verreckt ist, kann er nicht weiter erkunden. Das heißt, alles bleibt an mir hängen. Finde ich ehrlich gesagt nicht so geil. Aber da kann man nichts machen. So, dieses Video wird am Donnerstagabend erscheinen. Heute ist Mittwoch früh um 2.23 Uhr. Das bedeutet, wir haben schon, also wenn ihr das Video seht, hier haben wir schon 4 Folgen auf unserem Kanal gelassen. Bitte schreibt doch mal auch in die Kommentare, wie ihr die anderen Folgen fandet. Soll es weitergehen? Sind 2 Folgen pro Tag zu wenig? Habt ihr Bock auf mehr? Sollten wir dort etwas ändern? Bitte alles in die Kommentare ballern. So, jetzt sind wir im Zeitalter 2 und holen uns gleich mal 2 Verteidigungsposten. So, du bist schnell, aber bist du... Ja, selbstverständlich werde ich für meine Kolonie sorgen. Mein Kundschafter ist nicht sofort an diesem blöden Eisbären. Was wollten die da eigentlich retten? Indianerspeer wollten die retten? Der hat doch eh nur 20 Leben oder so ein Scheiß. Meine Fresse. Immer diese Spanier. Kennt ihr das nicht? Ja. So, jetzt retten wir den erstmal. Aufgabe, ja. So, ihr baut Zimmermann. Eine Hallo? Davon. Ihr steht Zimmermann. Da ja nur dumm rum. Den könnt ihr gleich Bereit. Da mal mit hingehen. Holzfäller, ja. Hier haben wir noch einen, der steht hier auch Zimmermann. Dumm rum. Der kann da auch mit hingehen. So, Bereit? Das Jawohl. Sind die Ulan. Das meinte Verstand, ich. Bei jeder Schiffsladung kriegen wir jetzt ein paar Aufgabe. Von diesen Freaks. Ja. Bereit. So, einen Turm bauen wir dahin, den anderen bauen Verstand, wir dahin. Richtig. Ja. So, bitte hinbauen. Auf. Bereit. Jawohl. Wird erledigt. Ja. So, er baut Zimmer noch ein mal. Haus direkt daneben. Ganz wichtig ist auch die Kirche und der Marktplatz. Da kann man richtig coole Sachen bauen, um sich weiterzuentwickeln. Jetzt mal rein wirtschaftlich gesehen. Oh, da fehlt mir noch einiges für. Bereit. Für die Dreifelderwirtschaft war es, glaube ich. Ne, für die Seemaschine. Hallo? Die Dreifelderwirtschaft kommt danach. Wir haben extrem viel Nahrung, extrem wenig Holz. Das heißt, Bereit, ihr Holzfäller, baut Holzfäller. Oder werdet alle Holzfäller. So, ja. Den Freak haben wir jetzt hier. Da geht gleich weiter, Kunden. Verstanden. Das ist Richtig. Schon mal sehr gut. So, und diesen blöden Handelsposten da, oder diesen blöden Schatz hier, den wollen wir nicht. Handelsposten, den schnappen wir uns später auf jeden Fall. Wir können gleich die nächsten Ulan entsenden Aufgabe. Lassen. Das kostet allerdings 10 Bevölkerungspunkte. Das bedeutet, wir Zimmermann. Holz aus. Aufgabe. Holzfäller. Bereit. So, noch ein Zimmermann. Und noch Holzfäller. Ein Zimmermann. So, da kommt noch einiges. Da brauchen wir auch Geld für. Da brauchen wir Geld. Aufgabe. Händlerin. Ein bisschen Geld abbauen. Bisschen Gold scheffeln, meine Dame. Auftrag, jawohl, verstanden. So, ihr geht in Reihe und Glied, ansonsten gefällt mir das ja auch nicht. Händler. Du musst auch Gold abbauen. Ja. Auftrag wird erledigt. Jawohl. So, das ist doch schon besser. So, wo ist jetzt mein Freak? Da Bereit. Steht er. Ja. Du gehst mal nach da ganz unten hin. Wir sind nämlich noch alle, wie wir hier sehen können, noch nicht im zweiten Zeitalter. Ja.
Die sind alles ziemliche Loser. Holzfäller. Vielleicht hätten wir mal auf schwer stellen sollen, aber naja, dann geht dieses Let's Play auch bis ins Endliche. Oder dieses Let's History. Ja? Ja. Ja, ja, verstanden. Ja. Guten Tag. Aufgabe? Angriff! Du wirst da kein Außenposten bauen, du Arsch. Richtig. Oh. Dann wollen wir mal wieder schnell nach Hause. Wir werden hier nicht geknallt. Händler. So, noch ein paar Dorfbewohner. Ich mache es eigentlich immer so, dass ich in etwa bei jedem bei für Nahrung, für Holz und für Gold in etwa 10 Händlerin. Leute stehen habe, die irgendwas machen können. Aufgabe. So. Mit dem nächsten Typen, der da rauskommt, mit dem werde ich auf jeden Fall mal einen Marktplatz und eine Kaserne errichten und auch eine Kirche. Ich weiß jetzt nicht genau, ich glaube, die Kaserne ist mir zu Anfang minimal wichtiger, denn die Russen produzieren Truppen wie Kaninchen-Nachwuchs, so in etwa. Zimmermann. So, zuerst baust du das und dann baust du das. Zimmermann. Und dann ist gut. Erstmal. So, hier kommt unser Meister wieder. Der kann sich hier erstmal ein bisschen erholen. Bereit. Oh, die Hälfte an eben hat er verloren. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, Holzfäller. Auf richtig. Das hätte ich nicht gedacht, dass er so viel Leben verliert. Was soll's? Er ist nicht verreckt. So, da haben wir den einen, da haben wir den anderen. Sehr schön. So, er hat jetzt das Gebäude fertiggestellt und läuft sofort jetzt den Marktplatz bauen. Und wir werden ein paar Pikiniere erstellen. Oder auch nicht. Bevölkerungslimit erreicht. Hallo? Du baust Gebäude. Zimmermann. Und zwar gleich 2 Stück. Was haben wir? Landsknechte, die kosten Geld. Doppelsöldner. Doppelsöldner klingt gut. Moment, was war eigentlich das hier? Was ist das denn? Dorfbewohner sammeln Münzen in Minen schneller und Team. Dorfbewohner sammeln Nahrung in Mühlen schneller. Das ist natürlich auch gut. Die hier auch schon eine Mühle? Ja, hat sie auch schon. Ja. Holzfäller. So, du wirst jetzt Holzfäller. Du wirst auch Holzfäller. Wenn ich erstmal loslege, bin ich nicht aufzuhalten. Den schnappt ihr euch mal bitte. Diesen blöden Kundschafter von den Holländern, den lassen wir nicht gehen. Ey! Auftrag, ja, verstanden. Wird erledigt. Jawohl. Wird Angriff. Schnappen sollt ihr euch den. Jetzt lauft doch mal schneller, meine Freunde. Ihr habt doch schon Pferde, ey. Also manche sind hier echt total bescheuert. Aufgabe. So, der hat ein paar gebaut. Dann bauen wir noch eine Kirche. Die können wir hier hinstellen. Ist scheißegal, wo die steht. Bereit. So, haben wir den jetzt hier nicht endlich mal? Ich bin gewohnt. Auftrag. Ich kann mich nicht bewegen. Verstanden. Gut. Wird erledigt. Das ist doch schon mal schön. Schauen wir doch mal, was brauchen wir? 1000 Gold, um in die ins dritte Zeitalter zu gelangen. Wollen wir doch mal wollen wir doch mal nachfragen, ob unsere Freundin diese Münzen sollten Gold bei einer Sache helfen. Hat uns 223. Warum haben wir so ein komisches Indianerbild? Naja, ich stelle keine Fragen. Ich stelle keine Fragen. Meine Freunde. Bauer, bereit. Erstmal die Sämaschine, ganz wichtig. Und eine Gattersäge. Kostet seltsamerweise Nahrung. Keine Ahnung. Das kostet auch Nahrung. So, was wollt ihr jetzt hier? Ihr geht jetzt nicht mit an meine Mine. Nee, macht ihr nicht. Sehr schön. Wir wollten Pikiniere herstellen. Aber Moment. Bereit. Die müssen erstmal wieder hierhin noch mehr Holz fällen. Was wollt ihr? Achso, ihr wollt. Was ist denn jetzt los? Die Lebenspunkte um 20% erhöht. Okay. Das heißt, der Kundschafter von der Spanierin, von unserer Verbündeten, kann jetzt 20% mehr aushalten. Was eigentlich relativ Latte ist.
Weil der Kundschaft da scheißegal ist eigentlich. So, was haben wir jetzt? Waschgold. Achso. Richtig. Jetzt können wir hier gleich weiter forschen, aber das kostet jetzt alles Geld. Das wollen wir nicht. Wir wollen noch ein bisschen sparen. Vielleicht noch einmal 5 neue Dorfbewohner herstellen. Ja, verstanden. Wird erledigt. So, dann geht's weiter. Damit warten wir jetzt noch, denn wir gehen ja gleich ins dritte Zeitalter. Vielleicht doch erstmal nur 3. Oder 2. Bereit. Dass das ja nicht lange warten muss. Du gehst auch Gold abbauen. Mein junger Freund. So, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Das reicht genau. 10 Stück können wir ausbilden. Dann ist unser Bevölkerungslimit wieder erreicht. Das heißt, der nächste Typ, der hier rauskommt. So. 3 Doppelsöldner, 2 Korsaren und ein Kaperschiff. Macht hier wenig Sinn, denn wir haben kein Wasser. Und wenn, dann ist es zugefroren, glaube ich. Deswegen nehmen wir diese Doppelsöldner. Nee, es ist nicht zugefroren, aber macht trotzdem keinen Sinn, hier einen Hafen hinzuklatschen. So, da kamen schon unsere ersten Soldaten. Hier ist noch ein bisschen Platz. Können wir noch 2 Gebäude hinbauen. So, was können wir denn hier? Bastion. Sichtweite von Einheiten erhöht. Sichtweite von Gebäuden erhöht. Sichtweite von Einheiten werden wir auf jeden Fall erhöhen. Und die von Gebäuden auch. Wir haben genug Nahrung. Die hauen wir doch gleich erstmal raus. So, danach kommen aber ein paar neue... Auftrag? Ein paar neue Dorfbewohner. Und wir machen nochmal 5 Pikiniere. Und dann schauen wir uns mal an, was der Russe schon alles gebaut hat. Mein Kundschafter ist der Natur zum Opfer gefallen. Ja, hast du Pech gehabt, würde ich sagen. Nochmal rette ich den nicht. Blödes Stück. Scheiße. Frauen und Militärtechnik. Das habe ich jetzt nicht so laut gesagt. Naja. Ja? Ihr wisst, dass ich recht habe, meine Freunde. So. Bereit. 15 Stück. Wir schauen mal nach. Die werden alle total abgeschlachtet. Ich sehe das jetzt schon kommen. Verstanden. Das Schöne bei den Russen, in Anführungszeichen, ist, dass diese Gebäude, das sind erstens ihre Kasernen und zweitens auch gleich ihre Wachtürme, diese Dinger hier. Das ist auf jeden Fall ganz interessant bei den Russen. Ja? Sie kommen extrem früh an Schusswaffen und wir haben hier noch Pikiniere, weil so wie so mittelaltermäßig. Aber wir schnappen erstmal ein paar von diesen Dorfbewohnern ab. Ich habe hier doch gerade einen Baum umfallen sehen. Wird alle, jawohl, jawohl, da. Angriff! Sind doch ein paar. So, wir sind im dritten Zeitalter. Wir holen uns ein Vor. Auftrag. Was genau das ist, wisst ihr erstens mit Sicherheit schon, also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ihr das Spiel kennt. Wenn nicht, werdet ihr das gleich sehen. Ganz interessantes Teil. So, das erste Ding ist schon hinüber. So, dann greifen wir das nächste an. Ich muss immer mal so ein bisschen nebenbei schauen, ob das Ding noch aufnimmt. Denn manchmal spielt mir Dextory echt einen Streich und geht einfach raus und denkt sich so, nee, machen wir nicht mehr. So, seht ihr diese riesen Festung? Die bauen wir mal in die Nähe von den Leuten hier. So, ich hole meine anderen Jungs auch mit her. Auftrag. Meine Pferde, jawohl, meine Ulanen, die schaffen das hier. Also, hoffe ich zumindest. Ich mache noch ein paar. Stopp! Stopp! Halt, stopp! Ich kann Plänkler bauen. Das sind meine Musketiere im Prinzip. Bereit. Und dann brauchen wir neue Gebäude, wie immer. Zimmermann. In den Kampf! So, du willst hier nichts Neues hinbauen, du meinst hier ein Stück. Bereit? Aber da haben die Russen schon ihre ersten Musketiere gebaut.
deswegen ziehen sich die Pferdchen jetzt auch zurück. Verstanden. Vielleicht kann ich ja noch ein paar retten. Das war eine blöde Idee. Aber wir konnten uns das Ganze Auftrag. Mal ein bisschen genauer anschauen. So. Wachtürme weiterentwickeln, Aufgabe. Auch ganz wichtig. Händlerin. So. Wieso? Achso, weil ich kein Geld habe. Ah, ich habe kein Geld, armer Schlucker. Fragen wir nochmal Königin hoffe, Isabella. 400 Münzen, top! Das ist eine coole Braut, manchmal. So, hier haben wir jetzt das Fort Karlstadt. Und wir holen jetzt gleich nochmal, was sind das? 8 Ulan oder ein Falconet. So. Achso, wir können jetzt natürlich. Da sind schon welche dran. Dann gehen wir mal hier hin. Ja. Wir können ganz viele tolle neue Gebäude bauen, aber in erster Linie bauen wir ein. Nein, stopp, eine Geschützgießerei. Zimmermann. Denn dort können wir Geschütze wie eben dieses Balkonett, was gerade angekommen ist. Ne, stimmt ja gar nicht. Wie eben ein Falconett beispielsweise ausbilden. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, was es da noch so gibt. Auf jeden Fall gibt es noch Mörser und eine dritte Art gibt es da auch noch, die wir ausbilden können. Müssen wir gleich mal schauen. So, was haben wir hier? Ein Dorfbewohner. Achso, die gehen da. Naja, lass sie doch dahin gehen. Lass sie doch dahin gehen. So, wir können Mörser. Quatsch, Falconets. Wir können. Die Kulverins, achso, die gegen Artillerie. Also Anti-Artillerie, Artillerie und Anti-Infanterie und gegen Gebäude-Artillerie und Gebäude-Artillerie. Ja. So. Bereit. Ich sag jetzt nicht nochmal Artillerie. Das verstanden. So, die kutschieren wir jetzt erstmal nach da unten. Ja. Die bleiben hier. Ja. Die kommen auch mit. Verstanden. Die haben Schiss. Ah, ja, ja, ja. Seht ihr, das ist das Vor. Das haut alles um. So, was ist dort? Die wird angegriffen. Die kann sich doch eh nicht verteidigen. Das sehe ich doch jetzt schon kommen. Das Auftrag. Heißt, Pferde, Jungs, ab nach oben. In den Kampf. Das bleibt doch alles an mir hängen. Wir holen uns 7 Plänkler. Wir holen uns. Noch ein Falconet. Hallo? So, was müssen wir hier noch ganz dringend bauen? Auf jeden Fall können wir jetzt. Ne, können wir jetzt nicht, aber könnten wir rein theoretisch. Wir bauen jetzt nochmal 4 Dorfbewohner. Dann haben wir nämlich hier, packen wir noch 2 rein, haben wir genau 10, dann haben wir 10 beim Holz, 10 bei der Nahrung und 1 zum Bauen. 10 beim Gold und 1 zum Bauen. Wir bauen ein Arsenal. Ja. Ja. So, bereit, hier ist aber unser Super Freak hier. Ja. Den, ja. Der kann doch nichts. Verstanden. Der kann echt nichts. So ein normaler Plänkler ist doch schon besser als der. Ja. Bäuerin. Auftrag. So, der geht hier mit verstanden. Hin. Bereit. So, 20 Stück. Hier können wir übrigens auch ganz normal ausbilden. Bevölkerungslimit. Bereit. Wird erledigt. So, die können wieder nach Hause gehen. Hier können wir Infanterie verbessern. Lebenspunkte von Bogenschützen und Nahkampfinfanterie erhöht. Brauchen wir nicht. Konterinfanterie. Mit Gewehren bewaffnete Plänkler richten mehr Schaden bei schwerer Infanterie an. Das klingt doch ganz interessant. Kavallerie und Artillerie. Sichtweite von Artillerie erhöht. Artillerie und militärische Gebäude richten mehr Schaden an Kriegsschiffen an. Das brauchen wir hier auch nicht, denn wir haben hier keine Häfen, meine Freunde. Ja. So, du Mauer. Gehst zum Essen, Hallo? Du gehst zum Holz. Meine Truppen marschieren, um das wichtigste Dorf des Gegners einzunehmen. Jo, das klingt doch schon mal gut. Da machen wir mit. Da sind wir gut drin. Du baust da jetzt erstmal noch ein paar Gebäude hin. Holzfäller. Aufgabe. So, und du gehst hier mit runter. So, ja, du kannst auch mehr als 3 Leute nehmen, Fräulein. Und deine eigene Bude wird angegriffen. Ich glaube, Auftrag. Ist doch bescheuert. Jawohl.
Die ist doch völlig Banane, die Braut. Verstanden. So, aber was Auftrag. Haben wir denn hier? 20, 3, 3. Haben wir nochmal 2. Das waren ja. 20, dann haben wir 30, 35, 37. Man kann immer nur 50 Typen gleichzeitig selektieren. Deswegen rechne ich hier gerade so ein bisschen vor mir her. Haben wir 30, 33, 35. Toll, schon wieder keine Kohle mehr. Fräulein, Kohle. 600, alter Schwede, die hat's echt dicke. Und dann, ja, machen wir einfach nochmal 5. So. Die lassen wir erstmal da so ein bisschen vor sich her entwickeln. Ja. Du baust noch mal ein paar neue Häuser. Die bauen wir jetzt hier Zimmer, hinten Zimmer, hin. Zimmer, Zimmermann. So. Dorfbewohner sammeln Holz schneller. Dorfbewohner sammeln Münzen schneller. Das wollen wir doch machen. Das klingt doch gut. Und ach komm, wir fragen sie nochmal. Vielleicht hat sie nochmal ein bisschen Kohle für uns. Top, dann machen wir gleich nochmal ein neues Falconet. So, hier können wir uns leider keine Kohle liefern lassen, aber 8 Ulanen. Bereit. So. Ja. Hier haben wir schon wieder nichts mehr. Händlerin. Geht ihr dahin? Ne, ihr geht nicht dahin. Ach so. Hast du auch noch Holz für uns? Die Armada wurde mit spanischem Holz gebaut. Nutze dieses Holz für unseren Sieg. Hast du denn noch mehr als 100? Dieses Holz wird deinen Truppen zugutekommen. Danke. Dann müssen Hallo? Die hier nämlich nicht so nah an der Front sein. Die können dann einfach hier ein bisschen an ihrer Plantage nach Holz graben. Die pflanzen auch irgendwas an, keine Ahnung. Verstehe ich irgendwie nicht so ganz. Aber Gold kommt raus, das ist das Wichtigste. Gold Hallo? Kommt raus. Alles andere interessiert mich nicht wirklich. Dafür fehlt uns noch Holz, denn wir haben eben 800 Holz in dieses blöde Ding gesteckt. Ja, Auftrag! So, unsere Königin Isabella hat natürlich Jawohl. Völlig versagt. Auftrag! Was hätten wir denn noch anderes erwartet? Ihr geht bitte dorthin. So, sie kämpft hier noch mit dem letzten Musketier. Oh! Oho! Oho! Einer hat überlebt. Nicht schlecht. Ja. Von unseren Ulanen haben alle überlebt. Oh ja. Mann, ich glaub's nicht. Auftrag. So, 35, 40, 43, 48. Wollen wir doch mal schauen, ob wir noch zwei Falconets herstellen können. Eine geht auf jeden Fall noch. Entwickeln wir das auch noch mal ein bisschen weiter. Fehlt uns immer noch alles Mögliche für heilt für letzte Einheiten. Das ist eigentlich ein bisschen unsinnig. Achso, Kavallerie haben wir ja doch. Das heißt, wir werden einen Kürass herstellen für diese Kavallerie, denn dadurch sind die Lebenspunkte von meinen Ulanen auf jeden Fall erhöht. Das ist doch schön, das machen wir mit. Und wir fragen unsere kleine Frau nochmal nach ein bisschen Kohle. Dann können wir nämlich hier beschleunigen das Ganze jetzt ein bisschen. Und fragt die deswegen ständig nach Kohle. Aber ihr seht jetzt schon mal hier an den Punkten. Wir haben 320 Punkte. Ich heiße hier übrigens noch Pentrix. Das war mein früherer Name nach Parkplatz, denn aus Pentrix wurde Parkplatz. Das ist ein kleiner Insider. Wenn ihr Bock habt, warum aus Pentrix Parkplatz wurde, wenn euch das interessiert, haut es in die Kommentare. Ich knüppel das mit Sicherheit irgendwann nochmal raus. Nochmal, zu den Punkten. Wir haben 330, unsere Freundin hat 142, der Holländer hat 162 und der Russe 161. Den Russen werden wir gleich angreifen, der ist allerdings schon in Stufe 3, das heißt, er kann auch ein Vorhaben, so wie wir. Finde ich nicht so geil. Ich dachte, wir machen die fertig, bevor die im dritten Zeitalter sind, aber ich würde sagen...
Wir schnappen uns mal diese Jungs hier. Acht Ulanen. Die rennen einfach mal rein und schauen sich das Ganze mal an. Denn wenn die ein Vorhaben, müssen wir unsere Taktik noch einmal überdenken. Das heißt, unsere Taktik, wir rennen einfach drauf los. Unsere Taktik müssen wir dann auf jeden Fall noch einmal überdenken. Ich nehme mein Freak-Push-Hitter. Auftrag! Ja, tüdelü. Ja, Angriff wird erledigt. So, da bauen sie nämlich gerade das Fort. Da ist es doch. Auftrag! Wir müssen das Ganze anders machen. Wird erledigt, verstanden. Wir machen das anders. Ja, Auftrag. Verstanden. So, alle Falconets gehen dahin. Auftrag. Alle Ulanen gehen auch dorthin. So. Ja. Jawohl. So, jetzt müssen die in der Geschwindigkeit der Falconets vorrücken, genau. Bereit. So, und jetzt versuchen wir in eine Reichweite zu kommen, dass wir die treffen können, die uns aber nicht. Angriff! Ja. Also, die Pferdchen müssen ja ganz nah ran, die sollen allerdings nur meine Geschütze beschützen. So, jetzt holen wir unsere andere Armee allerdings auch nochmal nach. Jawohl! Auftrag! So, denn der konzentriert sich in der Regel nur auf die Pferde hier unten. Angriff! So. Das Fort ist gleich kaputt, ich freue mich. Man kann nämlich immer nur ein Fort im ganzen Spiel herstellen. Bereit. Top! Ja. So, ich habe noch alle meine Falconet, so heißen die Dinger. Jawohl. Und jetzt können wir die hier ganz gescheit fertig machen. Auftrag wird erledigt. Sie warten hier. In den Kampf! Ja. So, ihr seht, die haben hier 3000 Kasernen stehen. Gleichzeitig auch diese Wachhäuser, die auf uns feuern können. Auftrag! Der geht's nicht so geil. Naja, was soll's? Kann nicht mein Problem sein. Auftrag! Jawohl! Bereit! Jawohl! Verstanden! Jawohl! Verstanden! Jawohl! 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 Ja, verstanden! Jawohl! Verstanden! Jawohl! Verstanden! So, ich lasse jetzt einfach frei umherschießen. Ich bilde gleich neue Leute aus. Und zwar so viele wie möglich. Na, und Harp hat natürlich wieder an der Kohle. Denn diese Plantage, die ich da hergestellt habe, ist echt nicht schlecht. So, hier sind mit Sicherheit ein Riesenhaufen Dorfbewohner drin. Gleich, wenn das Dorf sein Top kaputt geht. Müssten die alle dort stehen? Da sind sie im Feuer. Schießt doch nicht alle auf einen Mensch. Okay, ich hab nur Glück. So, der hier ist gleich schon im Arsch. Das ging ja ziemlich schnell. Wollen wir doch mal hoffen, dass wir. Das war der falsche Typ. Hast du Geld für uns? Toll. Da 100 Münzen hättest du auch stecken lassen können. Naja, was soll's. So, ihr greift das an, ihr greift das an. Bereit. Ja. Wird erledigt. So. Ah, hier.
Gut, meine kleine Freundin hilft uns. Dieser behinderte Siedler, der kann mich mal am Arsch lecken. Der wird keine meiner Leute erschießen. So, das läuft ja schon mal ganz rund. Hallo? Warum fällt der kein Holz? Ja. Der steht da nur rum, so soll das sein. Bereit. 22 Typen. Die hole ich doch gleich nochmal nach. Aber ich habe noch nicht ein einziges Falconet verloren. So muss das sein, meine Freunde. So, aber der hier ist eigentlich ziemlich im Arsch. Der kann theoretisch... Was ist theoretisch? Er kann eigentlich nichts mehr machen. Wir holen ihm jetzt noch hier seine Dorfbewohner weg. Eigentlich ist es ja nicht so schön, auf Zivilisten zu schießen, aber... Bin ich auch ehrlich gesagt kein Freund von, aber wenn er einfach nicht aufgibt. Vernichtet? Mein Dorf? Eine brennende Ruine? Es ist hoffnungslos. Ich muss aufgeben. Was habe ich gesagt? Vergiss das mit den Dorfbewohnern. Wenn das immer so einfach geht, schieße ich nun auf die. So, den sind wir los. Meine Armee, einmal bitte neu versammeln. Jawohl. Verstanden. So, dann ziehen wir nämlich gleich weiter. Erledigt. Jawohl. Ach, der ist jetzt auch schon Stufe 3. Leck mich doch am Arsch. Wir bilden gleich neue Jungs aus. Oh Mensch. Ja. Was? Ja. Feuer auf alles auf das blöde Ding da setzen. Bereit. Stehen hier echt direkt im Feuer? Das geht doch gar nicht. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe, meine Freunde. Ja, warte mal, ich kann ja mal ins nächste Zeitalter. Ach, da fehlt mir Geld für. Ja, scheiße, das nächste Zeitalter. Ja. So, 19 neue Blendler. Die drehen nochmal um. Ich konnte mir jetzt gar nicht so schnell gucken, wie das vorbei war. So, wir haben unglaublich viel Essen, unglaublich wenig Gold. Wollen wir da mal schauen, ob wir auf 2000 Gold kommen. Jo, das war ja kein Problem. 1, 2, 3, 4, 5. So einfach geht das. Was brauchen wir für Plänkler? Plänkler kosten Essen und Essen und Gold. Das heißt, wir verpicken mal ein bisschen Holz. Ich errichte hier ein Militärlager. Ja, so muss das sein. Schaut doch mal, die baut jetzt da noch ein Fort. Mein Fort ist hier. Dazwischen ist eigentlich kaum Platz. Das heißt, der könnte uns nicht mehr unbemerkt angreifen. Das ist doch schon mal genial. Ich habe sein Fort zerstört. Das funktioniert also auch nicht mehr. Der gute Mann. So, 5 Falconets. Die stellen wir mal hier runter. Was wollte ich machen? Achso, ich habe Holz verkauft. Das heißt, wir können Plänkler ausbilden. Wie viele sind das hier? 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 35, 40, 45. Irgendwas ist hier falsch gelaufen. Naja, was soll's. So, meine heftigste Wache der Welt. 6 Soldaten, 2 Türme. Irgendwie kriegen die anderen nichts geschissen. So, und der hier. Hier stehen auch ein paar Soldaten. Das finde ich doch schon mal super. Stopp.
Das lassen wir mal so. Und jetzt. Ach, dafür müssen wir ins vierte Zeitalter. Ach, da verkaufe ich glatt nochmal ein bisschen Holz. Truhe mit 1000 Münzen nehmen wir doch. Weil wir immer Geldmangel haben, nehmen wir doch lieber die Münzen als die Ulanen. Und ich muss mal eben einen schnellen Schluck trinken. Entschuldigung. So. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich das hier am Ende hochladen werde. Vielleicht in zwei Parts oder in drei oder an einem. Kommt ganz drauf an. Ach, hier oben steht die Zeit. Wir nehmen jetzt, oder ich nehme jetzt seit fast 40 Minuten auf. Also noch ist es mit Abstand. Also eindeutig ein Part, wie wir die hier wegpicken. Also ganz ehrlich, Moritz von Nassau hat doch kaum noch was, obwohl er 307 Punkte und ich gerade mal 318. Das liegt vielleicht daran, dass ich mich wirtschaftlich überhaupt nicht mehr weiterentwickle, sondern im Prinzip nur noch Soldaten produziere und die dann dort unten in den Tod schicke. Auftrag, verstanden. So, 34 Jungs haben wir, 34, ja. Nee, Moment. Bereit. Also 34 Jungs und 5 Falkonetz. 39, nee, ist irgendwas schief gelaufen. Ach nee, das habe ich ja weggemacht, weil ich ja eigentlich die... Ach, die mache ich jetzt wieder zurück weg. Denn wir werden gleich bauen. Die kosten... Was kosten die denn? 100 Holz und 350. Das heißt, wir verdecken nochmal ein bisschen Nahrung. 350 Monate, also 1400 brauchen wir. Stimmt gar nicht. 1700 oder so ein Scheiß. 1750. 17, 50. 1, 2, 3, 4, 5. Wieder kein Geld mehr. Sachen gibt's. Ach, dafür brauchen wir auch noch Nahrung. Ah, scheiß drauf. Oder hast du ein wenig... Nimm diese Nahrung, um deine Männer bei Kräften zu halten. Machen wir so. Auftrag. So, jetzt haben wir 40 Plankler, 5 Falconets und jetzt kommen gleich noch 5 Mörser und dann greifen wir die nochmal wieder an. Warum steht hier ein Dorfzentrum? Ah ja, unsere Freundin greift mit 10 Mann an. Hier stand es vor, jetzt steht es nicht mehr dort. Schade, Schokolade. So, ich werde ihr einen Befehl geben, und zwar schaffe Infanterie. So, achso, die Mörser sind schon da. Die sehen hier ein bisschen interessant aus. Ein bisschen sehr interessant, also sehr riesig. Aber so schien es früher gewesen zu sein. Ich glaube es jetzt einfach mal. So, da liegen 1000 Münzen übrigens vor unserem Dorfzentrum. Keiner sammelt die ein, weil jeder was zu tun hat. Wird gemacht. Und der andere Typ da hinten zu weit weg war und hinter den Häusern irgendwo gammelt. So. Ja. Jetzt heißen die auch Feldgeschütze, denn wir haben die weiterentwickelt. Und bereit. Die Mörser heißen danach Haubitzen. Bereit. Heieieiei. So, jetzt sammelt hier auch eine 11. Person Gold. Das ist die, die vor unserem Dorfzentrum da einfach nur rumsteht. Rumgammelt. So, ich würde sagen, wir greifen einfach mal voll. Ja, verstanden. Auftrag. So, ihr geht mal so ein bisschen vorweg. Ihr geht mal direkt ran. Auftrag. Die Feldgeschütze. Jawohl. Verstanden. Noch nicht aufstellen. Auftrag. Die Mörser ein bisschen weiter hinten. Ah, schaut doch mal, wie schön die hier marschieren in Reihe und Glied. Jawohl. Peng. Jawohl. Minimal übertrieben. Verstanden. In den Kampf. Ja. So, jetzt könnt ihr euch umdrehen. Bereit. Mörser. Auch. Die können auch von hier schon locker feuern. Auf die Infanterie feuern. Scheiße, sind das viele. Feuert doch alle auf die Infanterie, seid ihr blöd. Wird erledigt. Auftrag standen, jawohl.
Auftrag verstanden, wird verstanden. Auftrag. Ende in Kampf. So, erstmal natürlich auf das, was schießen kann. So, aber so schnell kann's gehen. Es waren 40, 11 Leute auf uns. Ich hab's mir schon mal vorgestellt. Ich dachte, jetzt sind noch 20 oder so, aber es waren ja noch fast 30. Ja? Da kommen schon die nächsten. Dem geht's wirtschaftlich nicht schlecht. Dem Kunden hier. Hallo. Mörser feuern darauf. Ja. Haubitzen. Ah, hier unten turnt auch noch Königin Isabella ein bisschen rum und macht noch viel Spaß. So, umdrehen. Feuer. So, noch eine Salve der Mörser und dann ist das Dorfzentrum hinüber. Kabum. Die machen hier noch ein paar Gebäude von dem, der schon aufgegeben hat, fertig, aber schaden kann es nicht. Ein Feldgeschütz haben wir verloren. Nehmen wir noch mal ein paar Sachen mit, einfach so, damit, weiß ich auch nicht. Einfach nur zum Draufklicken. Ja! 5 Mörser feuern auf ein nicht fertiges Gebäude! Ich kann es ehrlich gesagt nicht wirklich nachvollziehen. Aber nein. Alle stehen hier rum. Du kannst auch schon aufgeben, mein Moritz von Nassau. Ende in Kampf. Angriff. Ende in Kampf. Feuer doch mal. Er kann nicht auf sich bewegende Ziele schießen oder was. Jetzt müsste er aber langsam. Er verreckt nicht dran. Er kriegt eine Kugel in den Arsch von dem Feldgeschütz, aber es interessiert ihn nicht. Das sind die Holländer von damals. Bereit. Verstanden. Auftrag wird verstanden. Wird erledigt. So, 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 so. Ich trinke nochmal einen Schluck. Steht da doch nicht einfach nur so rum. Rein mit euch ins Getümmel. Schießt doch auf die, die es bauen. Meine Fresse. Danke. So gibt der jetzt nicht auf. Der kann nichts mehr machen. Er kann einfach nichts mehr machen. Ich verstehe das gerade überhaupt nicht. Ich bilde mal ein paar Ulanen aus. Falls wir hier noch danach durch die Welt ziehen müssen und hier irgendwelche 5 Leute suchen müssen. Oder so. Ja, verstanden. Wird erledigt. Hier haben wir auf jeden Fall noch einige, Zivilisten. Siedler heißen die. Wo wollen die denn hin? Er gibt nicht auf. Was ist denn nur los mit ihm? Ja, jawohl. Wird erledigt. Ja. Angriff. Wird erledigt. Jawohl. Wo will denn der hin? Verstanden. Wird erledigt. Nee, ich weiß es nicht. Bereit? Du hast mich geschlagen. Ich biete dir meine Niederlage an. Herr Moritz von Nassau, ich nehme deine Niederlage an. Sie haben gewonnen. Karte aufgedeckt. Also er hatte doch wirklich nichts mehr. Ja, nichts. Hier hinten ist noch ein so ein Indianerdorf. Und hier oben, das hat er sich auch gekrallt. Nee, das hat er nicht mehr fertig gebaut. Also ich würde sagen, 47 Minuten 31 auf Mittel. Mit der Spanierin, die eigentlich überhaupt nichts kann, was man hier ran sieht, wenn man sich mal ihr
ihre Wirtschaft hier anschaut. Gut, meine ist jetzt auch nicht die geilste, aber ich habe ja schon gemerkt, hier steht alles voll, die ganze Scheiße, die ich mir noch gerufen habe zum Schluss. Naja, okay, was soll's. Ich fand's ganz nett, wenn es euch gefallen hat, dann zeigt es uns doch. Über Kritik und Anregungen sind wir, oder gegenüber Kritik und Anregungen sind wir wie immer offen. Wir freuen uns auf eine aktive Community, wir freuen uns über jedes Kommentar, über jeden Daumen hoch, über jedes Abo. Habe ich übrigens noch nie gesagt, habe ich eigentlich auch gar nicht so vor. Deswegen schäme ich mich eigentlich schon ein bisschen dafür, dass ich es gerade eben gesagt habe. Aber gesagt ist gesagt, was soll's, mir ist egal. Nächste Woche kommt höchstwahrscheinlich Stronghold. Ich bin noch ein bisschen am Überlegen, welches. Entweder 1 oder Crusader. Bei dem ersten Teil würden wir uns dann mal ein bisschen auf die Missionen oder auf die Missionen schmeißen. Bei Crusader bin ich mir noch nicht so sicher. Vielleicht machen wir da auch ein paar Aufträge. Oder wir würden einfach so ähnlich wie hier uns einfach mal ein richtig schweres Team zusammenstellen. Ich betone jetzt mal auf richtig schwer, denn das hier war ja wirklich, das war ja wirklich nichts. Und dann werden wir gegen die kämpfen. Schreibt doch auch mal bitte in die Kommentare, auf welches Stronghold ihr mehr Bock habt. Auf 1, auf das ganz alte oder auf Crusader. Alle Strongholds danach, ab Stronghold 2, absoluter Müll. Absolut nach hinten losgegangen, genauso wie die neuen Call of Duty Teile. Ab MW2, alles für den Arsch. MW3, okay, kann man nur ein bisschen spielen. Dann war aber alles vorbei. Alles vorbei. Naja, was soll's, ich schweife ab. Schreibt in die Kommentare, Stronghold 1 oder Crusader, worauf ihr mehr Bock habt. Das werde ich dann machen. Und dann natürlich auch in die Kommentare, was ihr noch sehen wollt in Let's History. Naja, wir sehen uns, meine Freunde. Haut rein, schönen Abend wünsche ich euch noch. Bis dann!